Was hat folgende Konfettikanone und die folgenden vier Produkte gemeinsam? Yep, sie sind immer für eine Überraschung gut. Ins Auge gegangen. Also ich hab's getan. Leute, da hängt's. Go. Ich hab mich verklickt. Am Ende einfach so Gesicht verätzen. Das macht süchtig. Ich war auf dem Klo, war auf TikTok unterwegs, hab ganz viele Sachen bestellt, die ich dort gesehen habe. Und so entsteht jetzt dieses Video. Ich werde heute vier virale Produkte von TikTok testen. Die sind bestimmt jetzt schon kaputt. Die ich gefunden habe und wo ich mir so dachte, what? Erstens, sowas gibt's. Zweitens, sowas funktioniert. Und die mit euch gemeinsam testen und überlegen, ob die das Geld wert waren. Wenn ihr richtig gezählt habt, habt ihr gemerkt, dass das da eben nur drei Produkte waren. Denn das erste, was wir testen werden, kommt ungefähr jetzt gleich mit der Post. Und es müsste... Wusste ich doch. Wir haben so können Video beginnen. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt schon nicht, auf was ich mich bei diesem Video wieder eingelassen habe. Oh, hier haben wir unser erstes Produkt. Es sieht eigentlich erstmal aus wie ein Becher. Aber ist es ja nicht, sonst wäre es ja nicht in diesem Video zu sehen, den man so ein bisschen drücken kann. Und zwar kann man hiermit aus jedem beliebigen Getränk ein Slush-Eis zaubern. In nur wenigen Stunden. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir dieses Produkt einfach am Anfang des Videos machen. Ich verstehe übrigens nicht, warum man ein Produkt verschickt ohne jegliche Anleitung. Deswegen habe ich mir jetzt die Amazon-Produktseite aufgerufen. Hier ist wenigstens eine Anleitung. Hast du aufzuwackeln? Ich habe das schon einige Male auf TikTok gesehen. Ich habe nie so wirklich, oder auch jetzt werde ich es, glaube ich, nicht so ganz verstehen, wie das physikalisch funktioniert. Denn einfach durch Reinfüllen des Saftes, Deckel drauf tun, in den Gefrierschrank tun, Wasser in eine Tasse gießen, 30 Sekunden einweichen lassen, drücken und dann wird es in Slush transformieren. Okay, folgenden Saft füllen wir jetzt in unseren Behälter. Ja, es ist Litchi-Saft. Jeder normale Mensch hat so einen Apfelsaft zu Hause, aber ich hätte jetzt wirklich nur einen Litchi-Saft zu Hause. Hier ist gar keine Markierung, wie weit man bis... Ah, doch, so eine ganz kleine. Okay, dann füllen wir das jetzt. Mir ist Litchi-Saft ins Auge gegangen. Hä? Ich liebe Litchis, by the way. Aber nicht im Auge. Okay, ich habe ihn nochmal ausgespült. Genau bis zur Linie. Jetzt kommt der obere Teil des Bechers, der quasi ganz, ganz viel von dem Litchi-Saft an die Seite drückt rein. Ja doch, das sollte stimmen. Hat übrigens 10 Euro gekostet. Kommt dieses Ding in den Gefrierschrank. Auf der Amazon-Seite stand tatsächlich, dass es 7 Stunden braucht. Aber keine Angst, ihr müsst keine 7 Stunden warten. Seht das nämlich noch am Ende dieses Videos. Und Ehrenleute, schauen sich auch das ganze Video an und geben jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Ist euer Gefrierschrank auch mal so voll? Ich sehe schon umfallen und überall ist Litchi-Saft. Es steht noch. Das lassen wir da jetzt mal ruhen. Kennt ihr noch die Lavalampen von früher? Ich hatte persönlich eine in meinem Zimmer stehen. Der kleine Jule hat nämlich immer ganz verträumt in diese Lavalampe geschaut. Und damit konnte ich gut einschlafen. Und ich habe letztens auf meiner For You ganz oft gesehen, dass man diese Lavalampen selber machen kann. Dann wollte ich sie selber machen. Aber dann laufe ich bei Müller vorbei und sehe, es gibt einfach ein Lavalampenset. Wir können jetzt unsere eigene Lavalampe bauen. Ob ich die dann auch neben mein Bett stelle, weiß ich jetzt nicht. Das sieht aus wie ein Pipi-Beutel. Immerhin haben wir eine Anleitung, nicht so wie bei dem Slush. Aber ich glaube, hier kann auch ein bisschen mehr Chemisches passieren. Also wäre eine Anleitung vielleicht ganz gut. Das sind ja nur Warnungen. Ah, okay, die Anleitung ist hinten auf der Verpackung. Zuerst müssen wir unsere Arbeitsfläche reinigen. Oh, man kann sogar verschiedene Farben machen. Bestimmt die Farbkombination. Da gehören jetzt erstmal 30 Milliliter ganz normales Wasser rein. Das ist so die Grundbasis der Lavalampe. Jetzt kommt das Pipi aka Kochöl, wie da steht. Aber das will ich, glaube ich, nicht trinken. Weil ich will generell kein Öl trinken. Kommt das Ganze da rein? Ja, da steht das Ganze. Dann schauen wir mal. Oh Gott, die Hälfte ging daneben. Genau, und da Öl und Wasser sich nicht mischen, gibt das schon den Effekt. Oh, das ist so spannend. Chemie war nie mein Lieblingsfach. Aber das verstehe ich bis jetzt. Nein, ich schleck das jetzt nicht ab. Kurz wieder die Arbeitsfläche säubern. Für den folgenden Vorgang ziehen wir unsere Schutzbrille auf. Das Ding ist hier dadurch nur gelb. Also wer weiß, welche Farbe wir jetzt nehmen. Diese komischen Kügelchen, die überall dabei liegen. Ich weiß nie, für was die sind. Wir haben hier 6 Farbtabletten mitgeliefert bekommen. Rot und blau gibt lila. Also, was ist da jetzt rot? Blau, rot. Werfe ich die jetzt da einfach rein? Muss ich dann wegrennen eigentlich? Man wirft anscheinend erst eine Farbe rein und dann die andere, um dann diesen Farbverlauf besser zu sehen. Dann ist es jetzt soweit. Zuerst die blaue. Muss man das noch umrühren? Nee, ich glaube, das macht es dann ja selber. Yo. Da tut sich was. Ich habe es mir spektakulärer vorgestellt. Jetzt langsam wird schneller, glaube ich. Wow. Oh, jetzt geht er ab. Hätte man mal sowas im Chemieunterricht gemacht. Wäre ich gern hingegangen. Okay, also für dieses Experiment ist die Brille ein bisschen affig. Jetzt tun wir mal die rote Tablette rein. Go. Passiert was? Blau ist voll die dominierende Farbe hier. Noch ein bisschen dunkler wird. Jetzt geht's ja richtig ab.
Unsere eigene Lavalampe. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das ist für mich nicht lila. Oh Leute, jetzt geht ab die Luzi. Wir stellen das jetzt mal zur Seite, mal gucken, wie lange das noch geht. Wir gehen zum Produkt, auf das ich mich fast am meisten freue. Genau jetzt, zwischen diesen zwei Produkten, habt ihr Zeit, diesen Hauptkanal von mir zu abonnieren. Danke. Seit 2021 habe ich es nur auf meiner For You. Nicht durchgehend, aber der Trend kommt immer mal wieder hoch, weil irgendwie jeder Influencer dieses Produkt zu Hause hat. Warum auch immer ich das jetzt nicht zu Hause hatte. Aber jetzt habe ich's. Oh, ich freue mich. Mit diesem Produkt können wir nämlich unsere eigenen Masken herstellen. Und nein, ich meine nicht die Masken hier, sondern Gesichtsmasken. Oh mein Gott, für diesen Witz habe ich echt eben überlegt. Es sieht richtig professionell aus. Ich freue mich. Das Besondere an diesem Maskengerät ist nämlich, dass du einfach jeden Inhaltsstoff zu einer Maske verwandeln kannst. Da gibt es nämlich Influencer, die machen Nutella in das Gerät. Also wirklich, das ist widerlich. Unbegrenzte Möglichkeiten mit dieser Maskenmaschine. Warum rieche ich immer an Gegenständen? Das ist der Untersetzer, wo unsere Flüssigkeit letztendlich drauf gefüllt wird und die Maske trocknet. Schaut mal, das sieht aus wie der Emoji. Das ist eigentlich super simple, actually. Ich habe da so viele Videos zu gesehen. Ich weiß, glaube ich, jetzt in- und auswendig, wie dieses Gerät funktioniert. Wir nehmen einfach das Kabel, stecken das hier rein. Weil ich so vorbereitet bin, habe ich mir sogar einen Mehrfachstecker schon mal unter den Tisch gelegt. Oh mein Gott, sie sagt mir, was ich machen muss. Noch besser. So, ja. Chill. Oh mein Gott. Hier haben wir noch so eine kleine Klobürste. Kann man so mal mitnehmen, wenn man sein Geschäft unterwegs verrichtet. Jede Maske besteht nämlich aus drei Inhalten. Lass es uns einfach direkt machen. 60 Milliliter Wasser. Dafür haben wir hier so einen kleinen Messbecher mitgeliefert bekommen. Ach, jetzt weiß ich. Ja, jetzt kriegst du dann Wasser, Mann. Oh mein Gott, sie spürt, dass es Wasser. She's a queen. Wie nennen wir sie? Kommentiert alle meinen Namen für dieses Gerät. Jetzt fügen wir 20 Milliliter der Zutat hinzu, wie wir die Maske haben wollen. Also zum Beispiel Litchi, Tomate, Gurke, irgendetwas. Aber wir, weil wir total crazy sind. Und wenn wir es abgefahren lieben, hätten wir jetzt Cola. Fragt nicht. Ist eine Cola-Maske überhaupt gesund? Am Ende einfach so Gesicht verätzen. Davon kommen 20 Milliliter rein. Und die dritte und letzte Zutat ist eigentlich so ein bisschen die Geheimwaffe. Alle sagen dazu Kollagentabletten. Davon muss jetzt noch eine rein. Damit sie leise ist, mache ich das jetzt schnell. Jesus Christus. Rein damit. Achso, habe ich doch. Achso, Start-Button. Okay, wir drücken jetzt einfach mal. Okay, wir starten die Maskenmaschine in 3, 2, 1. Ich habe mich verklickt. Ich hätte den unteren Button erst drücken müssen. Das ist der Auslass-Button. Das hat niemand gesehen. Wir drücken jetzt einfach Start. Ich höre was. Ich höre, wie es mixt. In der Zeit, wo das jetzt mischt, muss ich euch was beichten. Nämlich, das ist gar nicht meine erste Maskenmaschine. Für dieses Video habe ich schon mal eine bestellt. Aber ich werde sie euch nicht vorstellen. Danach 5, 6, 7 Mal probieren, dass sie immer noch nicht funktioniert hat. Und das supporte ich nicht. Deswegen vergessen wir die. Hat aber im Gegensatz zu dieser nur 40 Euro gekostet. Und diese haltet euch für 70 Euro. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, bin ich verdammt sauer. Ihr müsst uns jetzt doch auch sagen, wenn es gleich fertig ist, oder? Also wir setzen jetzt schon locker 3 Minuten. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Leute, irgendwas piepst saulaut. Hä? Bitte funktionieren. Please wait while processing. Okay, also anscheinend noch nicht. Leute, ihr seht es gar nicht, aber da ist mega schaumig drin. Das sind bestimmt jetzt schon 5, 6 Minuten um. Also wie lange dauert das denn? Tut sich da noch was? Hat sich was getan? Da hat sich was getan. Was jetzt? Gut. Was steht denn? Ach so, muss man jetzt hier... Please. Lassen die Maske jetzt raus. Anscheinend müssen wir einfach nur hier drücken. Ui. Oh mein Gott, die Kamera ist ja beschlagen. Ach, und jetzt säubert sie sich, oder? Wow. Während unsere Maske trocknet, Reinigungsmodus starten wir auch einfach mit dem Startbutton. Macht ihr jetzt eine neue Maske oder reinigt sie sich? Ja, das ist jetzt so ein bisschen verwirrend. Leute, es ist schon ein bisschen fest. Wie cool. Dem Horror der ersten Maskenmaschine. Ich werde sie jetzt mal ganz vorsichtig versuchen zu lösen. Oh nein, wie glitschig. Oh mein Gott, ganz vorsichtig. Die fühlt sich an, als würde sie gleich reißen. Wirklich. Oh mein Gott, guck mal. Oh, die riecht komplett so nach diesem Cola-Sirup. Okay, wow. Es fühlt sich absolut widerlich an. Ich würde es auch keinem empfehlen, da Cola reinzutun. Ich glaube, noch erfrischender wäre sie, wenn man die ein bisschen in den Kühlschrank tut. Jetzt sehe ich nichts mehr, weil sie rutscht. Kann man die jetzt eigentlich essen? Probieren sie jetzt mal zu essen. Nein, kann man nicht. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Maske mit diesem Saft machen, aber ich glaube, auf meinem TikTok und YouTube Shorts seht ihr genug von diesen Maskenvideos. Sieht auch aus wie so ein langes Kondom. Oh mein Gott, wie satisfying. Gut, 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 gut. Ich freue mich.
freue mich jetzt aufs nächste Produkt. Bei diesem Produkt handelt es sich um etwas, was mir meine Eltern damals nie ermöglicht haben. Danke Mama und Papa, ihr habt mir wirklich viel ermöglicht. Aber nicht das hier. Ich habe es bei Action gefunden. Es hat 14,95 oder so gekostet. Und zwar... Rammelwirbel! Was ist das in Deutsch? Ich hab's. Und zwar... Greifarmautomat! Elektrisch. Versteht ihr das? Das ist das Ding, was auf Jahrmärkten steht, wo man mit dem Greifarm die Kuscheltiere fangen kann. Die man aber eigentlich nie fängt, weil es funktioniert nie. Aber vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Ich brauche... aufgerissen, dann kann es nicht mehr umtauschen. Ich sehe es schon, ich benutze es jetzt einmal und dann liegt es halt wirklich für immer auf dem Dachboden. Das sind diese Dinger, wo man 1 Euro nämlich so einwerfen muss und dann einen Versuch hat. Man braucht wirklich so 10 Versuche. Das ist schon irgendwie saugeil. Ich freue mich. Und das war's auch. Hier haben wir das gute Stück. Okay, es ist so cool. Haben wir quasi die Knöpfe. Anscheinend ist es batteriebetrieben. Aber wo kommen denn die Batterien? Oh nein. Wehe, ich brauche jetzt Batterien, die ich nicht habe, ne? Weil ich will es jetzt machen. Ich möchte es nicht in der... 4 Stück. Plus. 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 Hier ist das. Oh mein Gott. Aber es funktioniert. Immerhin. Jetzt bin ich richtig hyped. Oh, es leuchtet. Es leuchtet. Erstmal müssen wir vorbereiten. Aber kann man das nicht aufmachen? Wie soll da denn mein Finger reinpassen? Voll der Kack. Ich sehe schon kaputt gehen. Und dann bin ich traurig. Mann. Nämlich... War ich das? Update, man muss hier einfach nur bei beiden so drehen und kann es dann... Ah ja. Jetzt schnippeln wir, wundert euch nicht, warum an meiner Schere Blut klebt, das war von Halloween. Und jetzt können wir das doch rausnehmen. Oh. Ah, das sind die Gewinner. Ja, das ist ja voll süß. Man macht das dann in die kleinen Plastikkügelchen, macht die einfach nur zu und wirft die hier rein. Machen wir die alle rein, weil wir wollen ja auch was gewinnen. Wir machen das ja hier nicht zum Spaß. Bei den echten sind so MacBooks drin und ich gewinne halt hier einen kleinen Löwe. Guck mal, wie süß die sind. Deckel drauf. Wir starten jetzt das Gerät. Ich drücke jetzt hier einfach mal. Ich weiß auch nicht, was passiert. Okay, sei still. Okay, jetzt näher. Jetzt näher. Oh ja! Wir haben es hochgefahren. Stopp! Es nervt mich. Jetzt ist es still. So bewegt man die. Das. Wir haben gewonnen. Also so bewegt man den Greifarm. Hier muss man aber noch selber arbeiten. Und dann was ist... Oh, so greift man das. Okay, Leute, wir nehmen jetzt dieses komische Koala-Ding da. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ah, jetzt offen. Und jetzt fahren wir hoch. Die haben keine Kraft zum Nehmen. Das ist wie beim Echten. Das ist doch gemein. Leute, das wird was. Jetzt, ja, perfekt. Und jetzt... Wirklich? Stromausfall. Ach, die Zeit ist abgelaufen. Es geht auf Zeit. Ja, nein. Leute, das ist fake. Das ist genauso scam wie die Echten. Die haben es ein bisschen zu originaltreu gemacht. Den nehmen wir jetzt. Ja. Toll! Rudern wir ihn dahin. Einen haben wir schon gewonnen. Ich möchte jetzt aber noch unser Plüschtier. Mann, machen die so extra? Ja! Ich glaube, ich hab's. Leute, da hängt's. Ich werde jetzt ganz in Ruhe drehen. Ich muss, glaube ich, nur ein bisschen fest. Nein! Leute, das macht süchtig. Ich find's toll. Schreibt mal, was ihr davon haltet und was ihr da vor allem als Gewinner reinmachen würdet. Gebt mir mal Ideen. Und wir gehen zum nächsten Produkt. Es ist der nächste Tag und wir schauen jetzt mal nach unserem Slush-Eismaker. Okay, hier ist er. Von außen sieht natürlich erstmal nichts anders aus. Ich hoffe aber, das ist jetzt da drin gefroren. Twitch. So, wir erinnern uns, darin ist Litchi-Saft gefroren. Anscheinend muss man jetzt diesen Deckel abnehmen. Ihn mit... Oh ja, das ist quasi das gefrorene Litchi-Eis und das wird jetzt zum Slush, wenn wir da einfach Wasser in Raumtemperatur reingießen. Wie viel? Auf der Anleitung steht leider gar nicht wie viel. Ich mach's jetzt einfach mal so halb voll erstmal. Jetzt müssen wir das Ganze drücken. Boah, das kann ich mit einer Hand gar nicht. Ah, das wird zum Slush. Ja, das ist Litchi-Slush. Dagegen kann man nichts sagen. Eure Kalk. Sehr geil. Richtig geil. Hirnfrost. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr könnt diesem Video jetzt mit einem guten Gewissen einen Daumen nach oben geben und diesen Kanal abonnieren für genau noch solche Videos. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Juli.